Wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin, nehme ich immer was mit. Weil oft ist das so, wenn ich irgendwo bin und es gibt schöne Grillsoßen, Dips und so, es fehlt immer eine scharfe Soße. Es fehlt immer die Chili, was wirklich scharf ist. Nicht diese Sweet and Sour, die sind auch gut. Und man kann die auch essen. Ich bin manchmal gemein. Aber ich brauche immer eine wirklich richtig schöne, scharfe Soße oder Dip oder Chutney. So, heute möchte ich euch eine wirklich schnell gemacht Chili. So schnell kann man nicht hingucken, weil das. Ich werde euch jetzt kein Chutney zeigen, was ich hier stundenlang koche. Das ist einfach eine schnelle Chili-Soße oder Dip oder was auch immer. Damit, wenn ich nächstes Mal zu euch komme, zum Grillen, dass ihr was Scharfes habt für mich. Mein Name ist Carol Müllenbrock. Ich koche gerne afrikanische Gerichte. Ich komme aus Kenia. Und deswegen, auch obwohl ich auch deutsche Küche kann, weil ich hier meine Ausbildung in Deutschland gemacht habe. Die Sachen, die ich von zu Hause aus kenne, die möchte ich euch zeigen. Und eine gute, scharfe Soße gehört auf jeden Fall in unserer Küche. Ich habe hier schöne grüne Chilis, ein Mixer. Das ist alles, was man braucht. Wirklich. So, für dieses Rezept kann man 2, 3 Chilis nehmen oder 30. Das ist, wie man halt möchte, wie scharf man das haben möchte. Aber ich sage immer, man braucht jetzt nicht 30 zu nehmen, wie ich das machen würde, aber vielleicht. Jetzt nicht 3. 3 wäre ein bisschen wenig. Da ist eine Tomatensoße. Wenn man nur 3 nimmt, das ist wirklich eine Tomatensoße. Das ist keine Chili-Soße oder Chili-Chutney. So, ich nehme hier alle, die da sind. Ich habe gar nicht gezählt. Da muss ungefähr so 30. Und was ich immer versuche, wenn ich mit Chilis arbeite, ist, so wenig wie möglich mit dem, was da drin ist, in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich werde jetzt auch kein Messer nehmen. Die Dinger kriegt man sehr schnell ab. Und da hat man wirklich keinen Kontakt mit. Weil man schneidet das durch, man hat das an den Fingern und irgendwann geht man an den Augen und das tut weh. Und das hilft auch nicht ein bisschen Wasser oder weiß nicht, das hilft nur Zeit. Und in dieser Zeit holt man ein bisschen. Es ist wirklich scharf, wenn man auch in der Nase oder es ist scharf überall am Körper, wenn Chili oder wenn man einen Wund hat. Deswegen immer versuchen, dass man, wir haben früher, dass man nicht anfasst, wir haben früher immer ein Handtuch genommen, so heiße Luft sozusagen reingepustet und direkt an ein Auge gemacht, direkt hier warm. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat. Ich glaube, das ist wie Pusten bei Kindern. Man hat das Gefühl, man macht irgendwas, damit das weggeht, aber das geht nicht wirklich weg. Deswegen, ja, immer gucken, so wenig wie möglich. So, einmal das und dann brauche ich hier Limettenabrieb und natürlich Bio-Limetten. Und nur das Grüne, das Weiße wird bitter. So, das ist ungefähr 1,5 Limetten, von 1,5 Limetten Abrieb. Und die, ich werde den Saft jetzt von 4 Limetten nehmen. Was so schön ist bei dieser Soße oder dieses Chutney, ist wie frisch das ist von einer Limette. Es wird nicht gekocht.
Das hält aber dann nicht so lange. Eine Woche oder so kann man im Kühlhaus Kühlschrank. Ihr habt einen Kühlschrank, ich habe hier ein Kühlhaus. Aber dann, wenn man noch was über hat, bitte einmal aufkochen, weil sonst wäre das gammelig nach einer Zeit. Das ist der Unterschied, wenn man Chili Chutneys macht, was man hier kocht, die halten etwas länger. Aber hier würde ich sagen, vielleicht genau die Menge machen, die man innerhalb einer Woche nimmt, weil das schmeckt ganz anders. Diese Frische, das schmeckt wie Gemüse. So, alle vier pressen. So, das kommt alles daran, da rein. Hier habe ich gar keine Kerne mehr. Da kann ich auch das Fleisch mit dazu tun, den Saft. So, Koriander. Wer jetzt kein Koriander mag, kann auch Petersilie nehmen, aber es ist nicht gleich, sage ich nur. Koriander schmeckt besser, aber wenn jetzt wer jetzt Seife schmeckt, soll besser Petersilie nehmen. Wir möchten nicht, dass man Seife isst. Man kann normale große Tomaten nehmen. Vor allem im Sommer schmecken die wirklich gut. Aber bei diesem Rezept mache ich gerne Cherry-Tomaten. Die haben noch, die sind süßlicher, die sind leckerer. Die nehme ich dafür. Da habe ich jetzt 5, 15, 20, 25, 30. Genauso viele wie die Chilis. Ihr braucht euch aber nicht alles zu merken, das wisst ihr mittlerweile. Doch, ihr kriegt die Rezepte auf meiner Webseite www.afrika-kulinarisch.de, steht auch hier unten. Und natürlich etwas Knoblauch, 4 Zehen, Salz. Und ich habe es wirklich nicht übertrieben, als ich euch gesagt habe, das ist ein Blitz. Das ist so schnell gemacht. So schnell. Weil jetzt ist alles drin, was wir brauchen. Ich kann einmal rühren. Ich würde hier nicht so glatt pürieren, dass das noch ein paar Stückchen bleiben, finde ich ganz schön. Deswegen gucke ich immer, wie weit das ist. Noch einmal. Ja, das sieht jetzt gut aus. Ah! Oh. Ja! Mm. Ah, vielleicht schon doch 20 Chilis. Das, ey. Für Chili-Lovers, für jemanden, der gerne scharf isst, das hier ist unfassbar lecker. Was man natürlich auch machen kann, ist mit anderen Dips mischen, wenn mir jetzt das zu scharf ist. Ach, weißt du, was läuft mir? Wasser im Mund zusammen. Ich muss probieren. Ich würde es nicht jedem empfehlen, so zu probieren, weil das schon... Ich habe ein paar Mal mit Björn Freitag gekocht. Ich glaube, das würde er nicht essen. Der sagt immer, ist das so scharf? Das ist wirklich scharf. Wirklich scharf. Aber lecker scharf, wo man noch Knoblauch schmeckt und die Limette, vor allem diese Limette und Tomaten, diese Süß. Man schmeckt alles. Es ist scharf, aber man schmeckt wirklich trotzdem
alles, was da drin ist. Und das ist das, was ich liebe, was ich so bei diesem Rezept liebe, dass man trotz dieser Schärfe noch alles schmecken kann. Und ich meine das, ich werde ein bisschen emotional jetzt. Weil ich möchte, dass ihr das zu Hause backt. Und deswegen versuche ich das so zu verkaufen. Es ist wirklich gut. Jetzt werde ich irgendwo reintun, damit ihr seht, die Zusammensetzung auch von den Farben. Herrlich. Ich habe jetzt meine Chili-Soße so verpackt, dass ich schon mitnehmen kann zum nächsten Grilltag. Das Wetter ist super schön. Das ist eine schöne Verpackung, weil man nicht unbedingt umfüllen muss. Dann, ihr möchtet mich bestimmt zum Grillen einladen, oder? Weil ich diese lecker. Ach Leute, es macht Spaß, hier mit euch, für euch zu kochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Einfach auf diese Abonnier-Subscribe-Button klicken und dann, wenn ihr immer informiert werden möchtet, wenn ich so tolle Videos von leckeren Essen, Dips, egal was mache, dann klickt ihr auf die Glocke und dann jeden Montag, 19 Uhr, kriegt ihr ein neues Video von mir. Das ist nicht toll. Die Rezepte alle auf meiner Webseite www.afrika-kulinarisch.de. Ich hoffe, dass ihr macht mit 20, 25 Chilis. Nicht drei, bitte. Drei ist eine Tomatensauce. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr meine Chilisauce gemacht habt mit zwei Chilis. Das geht nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.